Was knapp, Leute? Heute ist soweit. Wir müssen probieren, so viel zu schwingen mit unserem Hammer, wie es nur geht. Das bedeutet, wir müssen heute probieren, so viel Stärke natürlich dadurch zu bekommen, indem wir quasi unseren Hammer schwingen. Und probieren heute der Größte im ganzen Server zu werden, Freunde. Es wird auf jeden Fall mega, mega schwer, aber das ist heute unsere heutige Mission. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann würde ich gerne ein Like und Abo da, Freunde. Dreht doch einmal ganz kurz euer Handy. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, wie wir jetzt hier erstmal die ganze Zeit unseren Hammer schwingen. Das Ganze haben wir jetzt hier sogar nochmal mit so einer täglichen Belohnung, Leute. Und das Ding ist, wir haben jetzt hier vorne auch nochmal verschiedene Welten. Wir können natürlich auch erstmal hier verkaufen. So, seht ihr das? Jetzt haben wir gerade 209 Millionen. Und wir haben gerade sogar schon ein paar Haustiere am Start, weil wir haben schon mal gespielt. Aber wir müssen gucken, dass wir noch so weitere rote Haustiere bekommen. Und diese roten Haustiere kriegt man, glaube ich, hier beim Vulkan. Und dafür brauchen wir einmal, okay, 5000. Und hier brauchen wir einmal, okay, das kostet Robux. Deswegen würde ich mal sagen, kaufen wir mal ganz kurz hier das Drachenei, Freunde. Und ich kriege einfach eine Maus. Toll. Ich dachte, ich krieg wenigstens sowas Cooles, aber ich habe einfach eine Maus bekommen, Freunde. Hier, das Ding kostet 220.000. Okay, pass auf. Ich würde mal sagen, Freunde, wir müssen gucken, dass wir jetzt noch mehr so Hammer-Sachen bekommen. Haben wir schon Candyland freigeschaltet? Ne, Candyland haben wir noch nicht freigeschaltet. Haben wir wenigstens schon mal Atlantis freigeschaltet? Auch noch nicht. Okay, dafür brauchen wir 10 Milliarden Münzen. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zur Vulkan-Map hier und guck mal, dass wir hier erstmal die paar Sachen so alles mögliche kaputt hauen. Hier zum Beispiel haben wir erstmal so einen riesigen Lava-Pool. Gut, der wird wahrscheinlich erstmal jahrelang dauern, bis wir quasi den erstmal kaputt machen können. Also das dauert auf jeden Fall bei dem echt ein bisschen zu lange. Hier haben wir zum Glück noch hier vorne erstmal so ein paar Bäume und sowas. Und diese Bäume, Freunde, Alter, das ist ja, sag mal, okay, ich hau ja schon ein bisschen geht nicht mehr, aber ich krieg irgendwie die Bäume hier nicht mehr kaputt. Also das Ding ist, die Lava-Welt scheint mir sogar ein bisschen zu heftig zu sein. Wir kriegen trotzdem natürlich ein paar Quests abgeschlossen, aber ich glaube, bis man so sämtliche Bäume so kaputt bekommt, müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz unseren Hammer ein bisschen stärker machen. Und das ist natürlich kein Problem, Freunde. Deswegen wir gehen nochmal ganz kurz vorne hin zum Portal und werden dann mal unseren Hammer stärker machen. Und beziehungsweise erstmal einen besseren Hammer. Oh, ah, jetzt bin ich hier. Ne, wo bin ich denn jetzt, Leute? Wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? Achso, ich bin jetzt hier gerade in der Schneewelt. Yo! Okay, pass auf. Ich kann jetzt hier... Genau, die Bäume, die kann ich natürlich easy holen, ne? Seht ihr das? Die Bäume kriege ich natürlich easy. Hier auch so ein paar Schneemänner und sowas. Das ist auch alles kein Problem. Das Ding ist, ich kann natürlich auch hier hochspringen und kann dann so, boom, Bäume und alles wirklich kaputt machen. Deswegen, ich würde mal sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal hier nach Hause und verkaufen jetzt wieder ganz kurz unser Hammerzeug, was wir gerade uns wieder angeschafft haben. Das heißt, jetzt haben wir hier schon mal wieder 250 Millionen Coins. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wo haben wir jetzt hier die Möglichkeit... Genau, hier vorne. Wir können jetzt nämlich hier einmal ein paar Hämmer kaufen oder nochmal Prestige. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt nochmal ein paar neue Hammer. Wir haben jetzt gerade den Sturmhammer und wir können jetzt hier zum Beispiel einmal den verstärkten Sturmhammer kaufen oder den stacheligen Sturmhammer, Donnerschreuder, Stachel, Thunderlord, Jadehammer oder zum Beispiel jetzt auch hier den hier. Ja, der Hammer. Und wir können uns, glaube ich, warte, ich glaube, das hier, ja genau, das ist hier der letzte Hammer, den wir uns holen konnten. Und das Ding ist, oh, wir haben sogar so ein Smash-Event. Ich würde sagen, wir machen da auf jeden Fall mit, Freunde. Wir haben uns jetzt schon mal den heftigsten Hammer geholt. Der nächste kostet 80 Millionen, aber jetzt kriegen wir viel, 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 viel mehr. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz viel hier holen. Pass auf, Freunde, wir müssen uns bereit machen, die meisten Sachen uns zu holen. Und jetzt geht's los. Okay, und die Dinger holen hier. Zack, 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 zack. Alles mögliche holen, Freunde, so. Hier, 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 hier. Und dann schön... warte, wir haben auf jeden Fall gleich hier unsere Fähigkeit. Genau, die können wir jetzt hier direkt einsetzen, Leute. Und zwar, boom. Oh mein Gott, das hat so viel gebracht, ne? Das hat mega, mega viel gebracht. Wir kriegen auch gerade einfach mal 70.000. Jedes Mal, wenn wir quasi hauen. Das ist so viel, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. So hier, zack, 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 zack. Und dann wieder, boom. Oh, Freunde, das ist so heftig, ne? Wie viel wir bekommen. Oh mein Gott, wie viele. Nein, der schnappt mir alles weg. Der klaut mir alles, Freunde. Ich muss jetzt hier, So, und jetzt hier auch wieder rein da. Bam. Oh, Leute. So, 20 Sekunden geht das ganze Event noch. Das bedeutet, in 20 Sekunden sollten wir es eigentlich auf Platz 1 geschafft haben. Und zwar die meisten Kugeln quasi kaputt gehauen von allen Leuten, die hier quasi mit oben sind. Da vorne ist auch noch der andere, aber ich glaube, wir machen ein bisschen mehr als er. Zack, vor allem mit unseren Fähigkeiten, Leute. Ich glaube, damit sollten wir schon mal ordentlich mehr machen als er. So, hier. Oh, er hat auf jeden Fall eine gute Ecke erwischt. So, hier, komm. Und... abgeschlossen. Wir müssen gerade wieder 50.000 Münzen und sowas bekommen. Sehr, sehr gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich verkaufe noch mal ganz kurz ein paar Münzen. Wir haben jetzt 350 Millionen und können jetzt hier zum Beispiel davon wieder einen neuen Hammer kaufen für
105 Millionen, Leute, oder 122 Millionen. Der nächste kostet 175. Also der Hammer, den wir jetzt haben, der hat quasi 42.000 Stärke, die wir bekommen. Schaden ganz, ganz viel. Und hat natürlich nochmal durch die ganzen Tiere ein bisschen so einen Bonus bekommen. Kann ich meine Tiere eigentlich auch leveln, Leute? Okay, ich kann die anscheinend nicht leveln. Aber ich kann, glaube ich, kann ich noch ein paar ausrüsten? Oder kann ich noch... Nee, ich kann nur 4 Stück ausrüsten. Okay. Also ich sehe gerade... Die Maus war nicht so gut, ich glaube aber hier, nee, das ist auch nicht so gut, ne? Also die roten waren schon die besten. Ich würde mal sagen, wir gehen da vorne, wir ganz kurz wieder hin und gehen dann genau wieder zur Vulkaninsel. Weil jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel mehr Schaden mit unserem Hammer. Ich glaube, jetzt sollten wir schon mal mit Leichtigkeit oder beziehungsweise viel, viel leichter die ganzen Sachen kaputt hauen können. Und ja, seht ihr, guck mal hier, wie schnell wir jetzt die ganzen Steine kaputt hauen können und wie viel im Endeffekt wir dann auch bekommen. Oh mein Gott, Freunde, das ist so heftig. Guck mal hier, Alter, wir können einfach, okay, pass auf und jetzt... Boom, oh mein Gott. Okay, wir haben einfach damit schon fast die ganzen Steine kaputt gemacht. Auch hier, wie viel wir bekommen und sowas, ne? Zack, hier aus dem Weg. Ich bin hier unterwegs mit meinem Hammer, Leute. Warum ist er gerade so stark? Ich mache gerade so viel, ne? Aber ist das irgendwie so ein... Alter, ich mache gerade gefühlt One-Shot, Leute. Guck mal hier, die Bäume. Die sind mit einem Schlag jetzt auf einmal weg. Ich glaube, man hat quasi so ein Combo oder sowas, ne? So, hier nochmal ganz kurz. Zack, sehr, sehr gut wieder weggehauen. Und dann hier oben wieder nochmal ein paar weitere. Zack, zack, zack. So, und jetzt, Leute, würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz wieder nach Hause. Und jetzt haben wir auch ganz schön viel Geld, um quasi uns eine neue Area freizuschalten. Und zwar hier vorne einmal die Atlantis. Genau, das bedeutet hier... wir brauchen 10 Milliarden. Okay, ist auch gut zu wissen. Dann hier, das kostet 20.000. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal ganz kurz so ein Schatzei. Und ich habe jetzt ein neues Tier bekommen, und zwar ein rotes. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, dafür machen wir dann, welches machen wir am besten dafür weg? Welches ist nicht so gut? Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz den Fuchs dafür weg, ne? Genau, Fuchs machen wir weg, und jetzt holen wir uns hier den Grizzlybär, Leute. So, da machen wir nicht mit, und dann hole ich mal ganz kurz nochmal so ein neues Ei. Und, oh nein, ich habe jetzt wieder eine Maus bekommen, und dann hole ich mir, wie kostet das Ei? 100.000. Ich würde sagen, ich kaufe mal nochmal ein neues Ei. Und wieder nicht so was Gutes bekommen. Schade. Aber mal gucken. Also der Hase 1,5, 1,7, 1,3. Und die anderen Sachen, die ich bekommen habe, okay, der Mobs. Okay, dann das, okay, Shepard, okay, ich würde sagen, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen weitere Sachen freischalten und gucken, dass wir auf vielleicht 10 Milliarden oder so kommen. Ich muss mal ganz kurz hier vorne hingehen und unseren Hammer wieder besser machen, weil jetzt, Leute, guck mal, wir verkaufen jetzt erstmal ein bisschen, guck mal, wie viel wir jetzt haben. Wir haben jetzt nämlich gerade 45 Milliarden, ja, das ist natürlich extrem viel. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier ganz, ganz viele Hammer kaufen, so, der kostet 17 Milliarden, der Hammer. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade einen verstärkten Hammer und der bringt uns so viel. Also wir kommen jetzt gleich so schnell voran. Vor allem mit diesen Haustieren, die wir noch dazu haben. Sollten wir gleich um 0, nichts die Atlantis frei haben und dann auch am Ende Candyland. Das ist ja unser Hauptziel, dass wir quasi das ganze Spiel hier durchspielen. So, hier unten sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Platz. Hier ist wahrscheinlich ein Schlag. Ja, ja, easy going, Leute. Wir haben direkt 263 Milliarden bekommen mit einem Schlag. Und jetzt pass auf, guckt genau hin, Leute. Seht zu und lernt. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Erstmal hier. Und jetzt pass auf. Boots, Alter, wir kriegen ja, oh mein Gott, wir haben jetzt schon 1 Milliarde, ne? Ey, wir werden so viel Stärke quasi bekommen und dann auch noch so viel Geld, Leute. So hier aus dem Weg. Ich muss auf jeden Fall jetzt eigentlich die ganze nur draufdrücken und gucken, dass ich dir natürlich die ganzen Teile so ein bisschen kaputt haue. Das heißt, hier vorne können wir gleich direkt wieder hin und da sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Sachen. Guck mal hier, die ganzen Vulkane hier. So, zack und bam! Okay, easy going, Leute. Easy going. Wir haben jetzt schon mal 4 Milliarden. Das bedeutet, wir können uns schon mal auf die neue Insel begeben, wo wir wieder viel, viel mehr bekommen für die ganzen Sachen. So, das heißt, Hälfte schon mal auf jeden Fall hier erreicht. Wir können da vorne, oh Gott, da vorne sind sehr, sehr viele von diesen Vulkan-Pools oder so, wie die heißen. So, hier kannst du es mitnehmen und dann gehe ich hier vorne, Leute, und hole mir jetzt mal wieder ganz, ganz viel Geld. So, aus dem Weg jetzt hier. Pass auf, wir springen jetzt nochmal. Oh, nein, ich bin runtergefallen. Und pass auf, jetzt, warte. Boots. Oh, Leute, wir haben jetzt schon mal 7,3 Milliarden. Das bedeutet, wir können jetzt gleich die neue Karte freischalten. So, aus dem Weg jetzt hier. Zack, zack, zack. 8,4 Milliarden haben wir jetzt schon. So, dann geht es hier direkt gleich nach unten. Das heißt, wir können direkt hier unten nochmal weitermachen. So, zack, zack, zack. Und dann schön wieder hier in die Mitte. Bam! Schönen Kombo-Schlag, Leute. Und jetzt ist das Gute, haben wir jetzt einfach mal 10 Milliarden erreicht. Und dann können wir jetzt wieder nach Hause gehen, Leute. Und werden jetzt mal ganz kurz mit diesen 10 Milliarden
eine neue Stadt quasi kaufen. Atlantis. So, und jetzt können wir hier quasi hier das Ding einmal entsperren. 10 Milliarden und ach, man brauchte, glaube ich, nur 10 Milliarden. Ne? Das bedeutet, ich habe jetzt gerade dafür 10, warte mal, oder kann ich, Moment mal, kann ich mir schon Candyland kaufen? Ist jetzt gerade die Frage. Das war, ich habe eigentlich gerade was ausgegeben. Hier braucht man 25 Trillionen. Okay, das habe ich noch nicht. Aber das Ding ist, ich kann jetzt anscheinend mein Geld oder meine Stärke, die ich jetzt gerade habe, oder muss ich das behalten? Überleg gerade, Leute. Ich glaube, ich kann jetzt einfach so reingehen, ne? Genau, ich kann jetzt eigentlich so reingehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Hause und machen das jetzt so, dass wir uns wieder einen neuen, besseren Hammer kaufen. Und zwar erstmal verkaufen wir jetzt mal ganz kurz hier unsere Sachen. Haben jetzt 264 Milliarden und können jetzt hier mal ganz kurz hier die neuen Hammer kaufen. Und das bedeutet, ich kann mir schon keinen neuen Hammer mehr kaufen. Also Permafrost ist quasi unser neuer Hammer. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein in Atlantis und dann können wir uns auch direkt schon Candyland freischalten, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Das wird schon mal mega heftig. So, wo ist jetzt hier? Ah, ich kann, glaube ich, die Korallen. Oh, guck mal hier, wie ich durch da die ganze Zeit gegenhau. Aber die Korallen, oh Gott, wir haben jetzt, warte, was? Wir haben jetzt direkt 70 Milliarden und sowas? Lol, warum habe ich denn direkt jetzt schon so viel Geld? Okay, ich würde sagen, die kleinen Teile sind eher relativ leicht zu holen. So, zack, zack, zack. Und dann hier schön rein da. Boom! Oh mein Gott, Leute. Das ist ja so heftig. So, hier, komm, ein bisschen noch die Teile holen. Zack, 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 zack. Und dann hier vorne nochmal ganz kurz. Und dann muss man, glaube ich, 2 Trillionen, also Stand, glaube ich, ne, muss man haben. Das heißt, wir haben schon mal ein Drittel, glaube ich, von geschafft. So, hier. Dann, oh Gott, ich glaube, wir sollten das ja easy jetzt schaffen hier. So, aus dem Weg jetzt hier. Ich bin voll aufgeladen, Leute. Ich bin richtig aufgeladen. So, aus dem Weg jetzt hier. Ich habe schon mal 1 Trillion jetzt geschafft. So, aus dem Weg jetzt hier. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Und dann hau jetzt schön meinen Hammer hier in die Richtung rein, Leute. Und zack, jawohl. Ey, das macht so viel Spaß, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Spaß das macht. So, jetzt hier, komm bitte. Bisschen gegenhauen, so. Zack, zack, zack. Und zack, hier auch nochmal, zack. Und 1,6 haben wir schon mal geschafft. Auch sehr, sehr gut. Ey, ich muss sagen, mein Hammer ist da so stark gerade. Wie der einfach quasi so durchmäht, als wärst du ein Rasenmäher. Bam! Oh mein Gott, ist das heftig. So, wir haben 2. Ja moin, wir haben es einfach schon erreicht. Das bedeutet, wir können jetzt hier vorne einmal, glaube ich, Candyland kaufen, Leute. Oder stand da 20? Kannst du auch 20? 25 braucht man. Okay, Leute. Oh, das ist ja doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ich würde sagen, wenn ihr noch Candyland sehen wollt in der nächsten Folge, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Check eins mal ein bisschen aus, einfach draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.